DITZ, das ist das Dokumentations- und Informationszentrum in Stadtallendorf. Dieses Zentrum ist 1994 gegründet worden und widmet sich dem Gedenken an die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die hier in der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie ausgebeutet worden sind. Zwei Rüstungsfirmen, die Dynamit Nobel AG und die Westfälisch-Anhaltinische Sprengstoff AG, haben hier riesige Werke errichtet. Das Gebäude selbst ist das Verwaltungsgebäude der Dynamit Nobel AG, also ein Ort, der an die Verbrechen von Schreibtischtätern erinnert. Von hier aus wurde sozusagen veranlasst, dass diese Ausbeutung stattfand. Das Dokumentations- und Informationszentrum Stadtallendorf ist eine Gedenkstätte, Museum, Galerie, aber auch Begegnungsstätte und außerschulischer Bildungsort. Die Gedenkstätte besteht im Wesentlichen aus einer Dauerausstellung, die die Grundlagen und die wesentlichen Grundzüge der historischen Zusammenhänge vermittelt. Ein Außenlager der KZs Buchenwald und Auschwitz, das heute in einer Gedenkstätte zu finden ist, ist das KZ-Außenlager Münchmühle. Als 1945 der Krieg zu Ende war, muss allen bewusst gewesen sein, dass jetzt im Grunde auch die Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen beginnen muss, weil 20.000 Zwangsarbeiter hier in Stadtallendorf natürlich von niemandem übersehen werden können. Dazu gehörte auch, dass die ungefähr 600, 650 Gebäude, die hier im Süden von Allendorf sich erstreckten, niemandem nicht hätten auffallen können. Dass man anstandslos in die ehemaligen Baracken der Zwangsarbeiter eingezogen ist oder in den ehemaligen Munitionsfabriken neue Industrien einzurichten, einfach um wieder zu arbeiten, um wieder zu prosperieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Dieser Zusammenhang hat sich noch einmal gefügt, weil wir Ankerpunkt der Route Arbeit und Industriekultur sind. Die Forschung und auch Gedenkstättentätigkeit in Bezug auf die Industrialisierung, das wirtschaftliche Wachstum und den Strukturwandel durch Industrie hier in der Region stärken soll. Wir nehmen diesen Ankerpunkt, der an die unternehmerische Leistung von wichtigen Stadtallendorfer Unternehmen anschließt, sehr gern zum Anlass, um die schwierigen Zusammenhänge zwischen Industrieverbrechen und Kriegswirtschaft und Industrie, Kultur und Friedenswirtschaft sichtbar zu machen. Wir bieten Führung für Schulklassen an, aber auch für die Stadtöffentlichkeit, für Teams aus Firmen oder aus Unternehmen, die hier am Standort tätig sind. Sehr oft kommen auch Offiziere der Bundeswehr oder der NATO-Armeen, weil es hier eine Garnison gibt. Bei der Gestaltung der Gedenkstätte ist darauf geachtet worden, dass sie nicht allein auf Überwältigungsästhetik abzielt, sondern durch die nüchterne Dokumentation es auch ein Gespräch über diese Sachverhalte erlaubt, was wichtig ist. Es soll die Urteilsbildung gefördert werden und das Erinnern soll aktiver Bestandteil der bewussten Begegnung von eventuell wieder aufflammenden Ideologien dieser Art sein. Ist es uns sehr wichtig, das Erinnern an die Verbrechen des Totalitarismus mit zu diskutieren, um gemeinsam in der ganzen Breite der Zivilgesellschaft gegen Totalitarismus und Menschenfeindlichkeit zu widerstehen. Thank you.